In diesem Video werden wir Ihnen die Möglichkeiten der Yamaha Reface Modelle in Verbindung mit Taurus 5 zeigen. Jedes Yamaha Reface Modell bietet spezielle Sounds klassischer Keyboards an. Somit ergeben sich vielerlei kreative Möglichkeiten, diese legendären Klänge in Kombination mit Funktionen der Workstation Taurus 5 zu nutzen, beispielsweise den Styles, den Multipads und den Super Articulation Voices. Besonders interessant Reface Sounds in Verbindung mit der hochentwickelten Begleitautomatik von Taurus 5. Taurus 5 bietet drei Parts zum Spielen von Sounds mit der rechten Hand. Um neue Soundkombinationen wie zum Beispiel Split- und Layer-Sounds zu schaffen, nutzen Sie einen Part zur Ansteuerung des extern angeschlossenen Reface-Modells. Für dieses Beispiel soll dafür Part Right 3 genutzt werden. Verbinden Sie MIDI-Out Port A von Taurus 5 mit dem Eingang MIDI-In von Reface. Verbinden Sie den Audioausgang von Reface mit dem AUX-In von Taurus 5. Wir möchten hier nur die MIDI-Daten von Part Right 3 nutzen. Deshalb werden wir im ersten Schritt in Taurus 5 ein MIDI-Template für genau diese Anwendung anlegen. Anlegen eines MIDI-Templates. Drücken Sie Function, MIDI und wählen ein beliebiges Preset-Template aus, zum Beispiel All Parts. Drücken Sie Edit, System, Local Control und ändern die Einstellung von Part Right 3 auf Off. Das bedeutet, Right 3 ist nun im Status Local Off. Die interne Tonerzeugung von Part Right 3 ist stumm geschaltet, aber die entsprechenden MIDI-Steuerdaten werden trotzdem an den angeschlossenen Tonerzeuger gesendet. Nun stellen Sie sicher, dass allein Part Right 3 MIDI-Daten sendet. Drücken Sie Tab, um auf die Seite Transmit zu wechseln. Deselektieren Sie alle MIDI-Events, Note, Control Change, CC, Program Change, PC, Pitch Bend, PB und Aftertouch, AT, für jeden Part von MIDI Port 1, außer natürlich von Part Right 3. Von hier aus sollen die MIDI-Daten gesendet werden. Aktivieren Sie Note, Control Change und Pitch Bend für Right 3. Das MIDI-Template sieht schließlich so aus. Nur Part Right 3 sendet MIDI-Notennachrichten, MIDI-Controller-Nachrichten und Pitch Bend-Daten auf MIDI Port A, jedoch keine Programmwechselnachrichten. Speichern Sie das veränderte MIDI-Template ab. Drücken Sie Exit und Tab, um den aktuellen Speicherort auf User zu ändern. Drücken Sie Save, Speichern und vergeben einen aussagekräftigen Namen für das MIDI-Template, zum Beispiel Reface. Nun können Sie Part Right 1, Right 2 und Left für das Spiel der internen Klänge von Taurus 5 nutzen. Sobald Sie Part Right 3 aktivieren, erklingt der Sound des angeschlossenen Reface-Instruments.
An Taros 5 angeschlossene Controller wie Sustain-Pedal oder Volumen-Pedal lassen sich ebenfalls problemlos zur Beeinflussung der Reface-Sounds nutzen. Darüber hinaus können Sie unterschiedliche Tastaturbereiche für das Spiel verschiedener Sounds nutzen, was im nächsten Tutorial gezeigt wird.